Okay, ich zeige euch erstmal das Tonmaterial, aus dem das Solo besteht. Die Basis dafür, das Grundgerüst, ist die E-Moll-Pentatonik. Das Stück ist in E-Moll. Mit dem Zeigefinger spiele ich immer einen Grundton. Also, 12. Bund E, tiefe E-Seite. 4. Finger, 15. Bund. 12. Bund A-Seite. 14. Bund A-Seite. 12. Bund D-Seite. 14. Bund D-Seite, 12. Bund, G-Seite, Entschuldigung, 14. Bund, G-Seite, 12. Bund, H-Seite, 15. Bund, H-Seite, 12. Bund, hohe E-Seite und 15. Bund, hohe E-Seite. Ihr könnt auf der H- und der E-Seite auch, statt dem 4. Finger hier, könnt ihr den 3. nehmen und überstrecken. Okay, jetzt nehme ich noch einen Ton dazu, damit das Ganze ein bisschen bluesiger klingt. Da kommt die verminderte Quinte dazu. Dann klingt das Ganze böse. Also. Das nennt man dann Blues-Tonleiter. Also Moll-Pentatonik plus verminderte Quinte ist die Blues-Tonleiter. So, jetzt kommen noch zwei Töne hinzu. Wenn ich jetzt die Moll-Pentatonik nehme und mache noch den 2. Ton der Tonleiter, die Sekunde dazu und die kleine 6. Schicksalsmelody, dann habe ich eine natürliche Moll-Tonleiter, eolisch, eolisch, natürlich Moll. Einrücken, entweder so jetzt oder 1, 2, 4, dann einrücken. Rückwärts. Zurückdrücken. Okay, ich blende mal die Diagramme ein. Könnt ihr mal kurz auf Pause drücken und euch das mal ein bisschen näher anschauen. Okay, hier kommt das Solo. Jetzt habt ihr als erstes mal ein Double Bend. Ihr greift mit dem kleinen Finger im 15. Bund auf der H-Seite und mit dem 3. Finger im 14. Bund auf der G-Seite. Das Schwierige dabei ist jetzt, ihr müsst gucken, dass ihr den ersten Finger liegen lasst, dass er nicht mitzieht und dass ihr den 3. Finger auf der G-Seite hochzieht, also seid einen ganzen Ton, also von hier, dass euer Zielton hochzieht. Jetzt aber gleichzeitig noch die H-Seite mit anschlägt. Klingt wie ein vorbeifahrender Zug. Beim Benden stütze ich immer hier mit dem 2. Finger, sonst habe ich die Kraft nicht, die Seite hochzuziehen. Achtet darauf, dass ihr wirklich einen Zielton bekommt, sonst klingt es wie getretene Katze. Ja, ich gehe nochmal kurz runter und ziehe dann nochmal hoch. Zurück. Hammering und abziehen. Mit der Finger. 14. Bund, D-Seite. Nochmal hier der Ton. 12. Bund, D-Seite mit dem 2. Finger. Mit dem 4. Finger. 14. Bund auf der D-Seite. Das war das erste Riff. Ich denke mir immer kleine Sinnabschnitte in einem Solo. So ein Solo erzählt ja eine Geschichte. Jetzt kommt ein klassisches Rock'n'Roll-Lick. Das geht so.
auch ein bisschen tricky für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat, aber eine super geile Übung, weil das ist jetzt ein Fragment, das kommt eigentlich in jedem Solo vor. Ich würde mal spontan sagen, Highway to Hell Solo oder typisch Chuck Berry, alle Solis. Das ist das hier. Zieht nochmal im 14. Bund auf der G-Seite hoch, zweite Finger stützt. Achtet auf meinen ersten Finger, auf meinen Zeigefinger. Der geht nicht hoch. Viele ziehen hoch und machen sowas, das ist Quatsch. Braucht euch nicht verrenken. Versucht hier den Arm ruhig zu halten. Jetzt zum Zeigefinger im 12. Bund auf der H-Seite. Der liegt praktisch schon bereit hier, ich habe bloß keinen Druck drauf. Darf keine Lücke entstehen zwischen den beiden Tönen. In dem Moment, wo ich den Ton spiele, nehme ich hier den Druck weg und führe die Saite wieder runter in die Ausgangslage. Gute Übung. Abknicken. Töne trennen, also nicht, sondern das ist dieses Rock'n'Roll Riff. Okay, nochmal zurück zum Solo. Fünfzehnter Bund, H-Seite, abziehen. Jetzt kommt die verminderte Quinte für den bluesigen Sound im 15. Bund auf der G-Seite. 12. Bund H-Seite. Nochmal 15. Bund G-Seite. Und 14. Bund G-Seite. Ein schnelles Riff dazwischen, ganz kurz. Hämmern mit dem dritten Finger auf den 14. Bund auf der G-Seite. Abziehen und im 14. Bund auf der D-Seite mit dem dritten Finger. Double Stops. Mit dem dritten Finger spielt er jetzt im 14. Bund auf der G- und der H-Seite die zwei Töne. Dann mit dem zweiten Finger im 13. Bund. Dann ein einzelner Ton, eine Single Note. Okay, das gesamte Teil nochmal. Okay, jetzt kommt das nächste Teil. Fällt mir eigentlich super geil, die Stelle jetzt. Habt ihr diese Töne hier? 15er Bund, hohe E-Seite, vierter Finger. Könnt ihr natürlich auch im dritten probieren. Aber dann muss ich mich zu sehr strecken. Ich mach's mal so. Ich glaube, das fühlt sich für mich besser an. 15er Bund, hohe E-Seite. Dritter Finger, 14er Bund. Und 12er Bund, mit dem ersten Finger auf der H-Seite. Wenn es interessanter klingen soll, könnt ihr auch reinsliden in den ersten Ton. Jetzt slide ihr, schlagt ihr nochmal mit dem dritten Finger anschlagen auf der hohen E-Seite und slidet in den 17. Bund. Genau. Jetzt seid ihr hier. Jetzt geht er mit allen Fingern eins zurück. Dritter Finger weg. Anschlagen, wo ihr seid. Jetzt machen wir einen Triller. Hämmern, abziehen. Und zurücksliden in den 12. Bund. Das ist ein bisschen tricky, ist eigentlich die schwerste Stelle, finde ich. Weil ihr müsst jetzt direkt wieder zurückklappen auf die H-Seite. Nochmal 15er Bund, hohe E-Seite. 14er Bund und das 12. Bund auf der H-Seite. Das ist das Riff.
Und jetzt kommt das finale Riff. Schön rock'n'rollig. Erster Finger, dritter Finger, zwölfte Bund, vierzehnter Bund auf der G-Seite. Double Band wieder. Abziehen. Jetzt kommt wieder dieses Rock'n'Roll-Lick. 15. Bund H-Seite, aber jetzt mit dem dritten Finger, weil ihr jetzt hochziehen müsst. Runter, abziehen, nochmal anschlagen und beenden. Ja, ich habe jetzt leider keinen Kompressor da. Der Ton kackt mir jetzt ein bisschen ab, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen verkürzt. Am Schluss wird es ein bisschen länger gehalten. Ich verkürze es ein bisschen. Also ich mache nochmal die Stelle. Runter. Runtersliden in den siebten Bund. Dann fünfter Bund zurücksliden. Und nochmal hämmern, siebter Bund. Nochmal. Viel Spaß und besucht doch mal meine Webseite www.dizzyguitar.de. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Bye bye.